Mangel, Mangel, Mangelbewusstsein. Ist der Mangel das Problem für das Leiden im persönlichen und im allgemeinen Sinne? Allgemein leidet keiner. Persönlich taucht der Leidende auf als Person. Doch wer leidet unter den Leidenden? Wer leidet am Mangelbewusstsein der Person? Ich. Und ich ist nicht mehr als die Person in dem Moment, in dem das Ich mit dem Körper und dem Geist und der Geschichte identifiziert ist. Doch was ist das Ich? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wie kann ich Mangel empfinden? Ist das Ich begrenzt? Ich mangel, ich erlebe Mangel. Mir mangelt's an Verständnis, was ich bin, von dem, was ich bin. Ist ich unbegrenzt, um Mangel zu erfahren? Überfluss? Es gibt gar keinen Mangel. Alles ist voll mit so vielen Dingen. Nur dann die Idee, dass es einen gibt, der sagt, das ist meins, das ist nicht deins. Du darfst hier in dem schönen Haus nicht wohnen, hier wohne ich. Viel Spaß mit deinem schönen Haus. Oder auch nicht. Auf der Straße lebend. Wen mangelt's? Ist nicht die wichtigste Frage. Wer lebt in diesem Körper? Wer lebt überhaupt? Oder ist nicht schon alles tot, was geboren wurde, zum Sterben verdammt? Was ist das Leben an sich, das ungeborene, ewige Leben? Die Kommunion, die nie stattfindet, denn es gibt keine zwei, einer, der mit dem anderen kommunizieren könnte. Mir mangelt's.